Hey ho und damit wieder herzlich willkommen zur Maske der Ewigkeit mit mir Beitkrieger. Ich habe nochmal ein bisschen an der Qualität geschraubt, die sollte jetzt nochmal besser sein für euch. Für mich leider nicht, für mich bleibt sie gleich. Ja, wir gehen mal hier runter. Ich habe ja auch gemerkt, dass es immer ein bisschen dunkel ist. Und darum habe ich die Helligkeit bzw. Gamma-Werte noch ein bisschen aufgedreht. Vielleicht hat das ein bisschen was gebracht. Wie gesagt, gebt mir da gerne Rückmeldungen, ob sich da was getan hat. Weil ich bin dann auch irgendwann in so einem Modus, wo ich sowas gar nicht mehr merke. Weil ich mich auf irgendwelche bestimmten Kleinigkeiten einschieße und die dann ewig dauern. So, wir haben eine Lampe. Der Wert meiner Goldwährung. Der Wert meiner Goldwährung. Der Wert meiner Goldwährung. Wie viel werfen wir da rein? Einen. Okay, einen können wir entbehren. Einen haben wir gespendet. Haben wir da jetzt Erfahrung gekriegt? Nö. Nur zwei Goldstücke verschwendet. Okay, da haben wir auch noch eine Sache, die wir schon länger suchen, nämlich diese Vase. Es scheint eine Urne zu sein. Eine Urne, keine Vase. Und sieh da. Das vergitterte Tor ist offen. Und wir sind gelevelt. Cool, cool. Wir sind gelevelt. Ja, immerhin. Gab es ja eigentlich sonst noch was außer dieser Vase? Ich werde kein Fan von dieser Steuerung hier werden, vermute ich mal. Aber ich habe mir schon lange vorgenommen, dieses Spiel mal zu Ende zu spielen. Weil mich einfach die Story fasziniert. Gehen wir mal wieder hoch. Übrigens hat mir jemand dabei geholfen, diese ganzen Videos hier zu bearbeiten und zu encodieren. Ist aber so, dass ich quasi schon die ersten drei Folgen abgedreht hatte und ich danach noch ein paar Tipps gekriegt habe. Womit ich aber die ersten drei Folgen auch anders gemacht hätte, als ich sie gemacht oder anders gemacht hätte. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir müssen jetzt eigentlich nur in die Dimension des Todes hier, welche sich üblicherweise auf dem Friedhof hier befindet, den wir eigentlich noch gar nicht betreten wollten. Aber wir haben ja schon gut vorgeschnetzelt hier. Dann kann das, was jetzt noch kommen mag, vielleicht gar nicht so schwierig sein. Allerdings nichtsdestotrotz, bevor ich da reingehe, werde ich einmal speichern. Und zwar Folge 4, Dimension des Todes. Bevor wir da reingehen, immer speichern. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Eventuell auch ein Spielabsturz. Ich hoffe mal nicht. Na, bisher jetzt sieht es ganz gut aus. Oh, was ein Drecksvieh. Meine Waffe! Sie ging direkt durch. Ja, da haben wir keine Chance. Finsteres Monster! Das war weder Fleisch noch Blut. Was nun? Nun fragen wir jemanden, der sich damit auskennt, wenn was nicht aus Fleisch und Blut ist. Rabe, du schaust mich an. Warum? Ah,
Ich weiß warum. Er will, dass wir seinen Meister besuchen. Was wir jetzt auch mal machen werden. Denn er wird uns da weiterhelfen können. Damit wir auch in der Dimension des Todes gut geschützt sind. Und uns gegen diese Kreatur, die nicht aus Fleisch und Blut ist, verteidigen können. Also fragen wir ihn doch mal. Ich finde die Grafik immer wieder so ein bisschen seltsam. Guter Zauberer, ich flehe Sie an, helfen Sie mir! Ich habe das Tor zu der Dimension des Todes entdeckt. Aber beim Betreten ist mir eine gemeine Kreatur der Dunkelheit begegnet. Genau, die Dimension des Todes. Man sagt, ein ungeheuerlicher Schattenfluch bewacht die Torschwelle, welcher mit keiner Waffe geschlagen werden kann. Er kann nur durch die Möglichkeiten der magischen Illumination vertrieben werden. Aber wo kann man solche finden? Ich kann einen magischen Illuminationszauber bereiten, Bursche. Geh los. Bringe mir eine Flamme von einem heiligen Ort, den Ring eines toten Helden und die Asche einer Fackel. Jawohl, Zauberer, das werde ich machen. So, wir brauchen noch zwei Sachen. Eine Sache hätten wir schon. Und zwar die Kerze eines geheiligten Ortes. Jetzt muss ich hier gerade mal selber schauen, wo das denn war. Ich glaube, das Problem ist, hier ist mein DX-Story-Overlay drüber. Nach rechts und links, okay. Und so kann ich es dann ziehen. Perfekt. Hier müssen wir nämlich hin, an diesen Brunnen hier. Da befindet sich ein Teil, den wir brauchen. Also machen wir uns mal auf den Weg. Vielleicht könnten wir beim Brunnen noch vorbeischauen. Nee, wir sind eh voll. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich mach mal die Karte wieder zu. Denn ich find's immer schöner, wenn man dann auch das Spiel sieht. Wobei ich werde wahrscheinlich noch öfter die Karte brauchen. Ich habe mir jetzt im Übrigen auch einen neuen Stuhl geholt. Ich habe so einen alten, klapprigen Bürostuhl gehabt. 5 Euro gebraucht gekauft. Der war wirklich nichts Besonderes. Und vor allen Dingen hat er geknarzt wie verrückt. Das musste ich dann in den Aufnahmen immer rausschneiden. Hat mir dementsprechend auch nicht so viel gebracht. Weil kostet Zeit. Bonner, hoch mit dir. Durch den Wasserfall würden wir gar nicht durchkommen, weil Wasser ist zu stark und so. Aber von hier oben aus hätten wir eine Chance. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht. Es scheint, der Steinmetz hat fehlende Ziegel ersetzt, bevor der Sturm aufkam. Richtig. Und wir bahnen uns einen Weg nach unten. Hervorragend, es hat funktioniert. Falls es in meiner Macht steht, werde ich Sie von diesen schrecklichen Bedingungen befreien, guter Mann. Jo, Handwerker braucht man immer. Einmal runter wieder. Also ihr seht das Spiel dann natürlich auch in bester Qualität im Vergleich zu mir. Bei mir ist es sehr verpixelt. Also noch mehr als bei euch. Weil ich quasi die Originalauflösung gestreckt habe mit einem sehr schlechten Filter auf meine volle Bildschirmgröße. Und ihr bekommt quasi die RGB-Ausgabe des Spiels mit besten Einstellungen gerendert. Das heißt, ein Video dauert auch sehr lange. Und zwar so um die 2 Stunden zum Rendern. Denn ich möchte wirklich nur beste Qualität hier bringen. Gerade, dass sich auch ein Spiel handelt, was mich als Kind fasziniert hat. Möchte ich das auch schon in guter Qualität abliefern können. Denn ich schaue meine Let's Plays auch manchmal an. Das muss Schloss Daventry sein. Jetzt muss ich den König finden. Ah, okay, den König. Okay.
Und den finden wir wo? Im Thronsaal, vermute ich mal. Und mein virtueller Assistent war wohl noch an. Den hätte ich vorher wohl ausschalten sollen. Ich bin nicht nah genug. Du stehst direkt davor. Moment. Das ist nicht nah genug. Naja. Gut, rein mit dir. Wie war das jetzt nochmal, dass wir die Kamera nach oben und unten bewegen konnten? War das C? W? E? Y? Ich weiß nicht mehr, auf was ich es eingestellt hatte. Naja, lassen wir das erstmal. Ich finde schon noch irgendwann raus. Aber steck doch die Waffe wieder weg. Gut, jetzt habe ich mir die Leiste hier unten ausgeblendet. Jetzt ist sie wieder da. Dieses Porträt des Königs Graham sieht leicht verschoben aus. Dann schieb's doch zurück. Was geht hier vor? Ah, perfekt. Oh, da ist sogar was. Ein paar Münzen. Und ein Schlüssel. Okay. Wir haben den Schlüssel gefunden. Es ist ein wundervolles Porträt Ihrer Majestät, Königin Valanis. Valanis, der Name sagt mir irgendwoher was. Ich weiß nur nicht, woher. Geh mal hier rüber. Ach, das ist der Thronsaal. Den haben wir am Anfang gesehen im Intro. Und hier ist der magische Spiegel. Sterblicher, glaubst du wirklich, mich aufhalten zu können? Ha! Hau ab zu Mama, Würstchen! Was? Wer bist du? Irgendwie heißen unsere Bösewichte in letzter Zeit immer was mit Lü. Ich glaube, er heißt auch irgendwas mit Lü. Lyzerta, ich weiß nicht. Irgendwie so war das. Ich verspreche nicht aufzugeben, Herr, bis Sie unser schönes Land wieder betreten werden. Sie und die guten Menschen von Daventry haben nicht weniger verdient. Stimmt, ja. Ich weiß natürlich nicht, ob er ein guter König ist. Ich habe das Spiel vorher nicht gespielt, wo er vorkam. Leider war nicht einmal König Graham dieser furchtbaren Magie gewachsen. Ich verspreche Ihnen von ganzem Herzen, mein Herr, dass ich mich in menschliche Gefahr begeben werde, bevor ich gegen diese widerlichen Kräfte aufgeben werde, welche Sie gefangen halten. Ich schwöre es. Bei Point-to-Click-Adventures bin ich nicht so ein Fan davon. Das müssen dann schon besonders gute sein. Zum Beispiel Entner bricht aus, fand ich ziemlich cool. Da wird es jetzt auch bald eine Fortsetzung dazu geben. Wer ist denn das? Nicht einmal dein Schwert konnte dich vor diesem Leiden schützen. Ich weiß nicht wie, aber ich werde dich von diesem Zustand befreien. Wir versuchen es zumindestens. Deine Armbrust war kein Mittel gegen dieses widerliche Übel. Ich werde nicht aufhören, bis du wieder frei herumlaufen kannst. Yep. Und dann würde er uns wahrscheinlich platt machen, wenn wir hier einfach im Thronsaal rumlaufen, wie wir wollen. Was ist das für ein scheußliches Bild? Ja gut. Ich denke mal, sehr viele alte Spiele wären in der Fangemeinde schon erwünscht, wenn es da mal ein Remake geben würde. Mit aktuellen Steuerungen hier und vor allen Dingen mit aktuellen Grafiken, dass man hier zum Beispiel einfach eine HD-Grafik hat. Da habe ich auch so ein Spiel, wo ich mir das richtig wünschen würde. Ja, nämlich Hype the Time Quest. Das ist ein altes Playmobil-Spiel eigentlich. Aber war als Kind wirklich mein Lieblingsspiel. Das habe ich auch nicht nur einmal gespielt. Und ja, das hätte ich gerne in der neuen Form mal gesehen. Und was machen wir? Wir gehen jetzt mal zu dem dritten Objekt, welches sich, glaube ich, bei dem toten Ding da befindet. Ah, gut.
Dann wieder ein neues Symbol. Wo war denn der Typ? Der Geist ist hier. Dann müssten wir eigentlich in diese Richtung hier. Okay, vielleicht kann ich mir das merken. Ich pack trotzdem mal die Armbrust aus. Wer weiß, was da noch kommen mag. Weil die ganze Kameraführung mache im Übrigen dann auch immer ich. Versucht natürlich einigermaßen sinnvoll zu steuern, dass es für euch nicht so ruckelt. Aber das schaffe ich leider nicht immer. Herr Ritter, ich habe das Tor zu der Dimension des Todes gefunden. Aber unglücklicherweise bewacht es eine gemeine Kreatur der Finsternis. Wissen Sie, wie man sie besiegt? Der Fluch des Schattens und des Todes besteht nicht aus Elementen. Ich weiß es nicht. Gut, dass wir es wissen. Die Tür ist verriegelt. Das Grab des Sir James aus Daventry. Vor vielen Jahren ein berühmter Ritter. Wird wahrscheinlich er gewesen sein, wenn er im Geist ist. Vielleicht müssen wir erst die anderen Aufgaben lösen, dass wir den Ring holen können. Dann mache ich jetzt auch erstmal. Ich gehe gleich mal hier rein. Hoffentlich lebt da nichts mehr. Aber wir haben Geld vergessen. Okay. Jetzt können wir uns nämlich diesen Raum mal vornehmen. Ich hoffe, die Fallen sind aus. Nein, sind sie nicht. Also beeil dich lieber. Siehe da, ein Platz, um eine Karte zu benutzen. Von hier aus kann ich magisch reisen. Und ihr seht es schon, hier ist ein Teleporter. Eine wirbelnde Plattform ist ein Teleporter. Wenn sie einen in einer anderen Welt finden, ist es ihnen möglich, zwischen den Orten hin und her zu reisen. Gute Info, ich neg mal kurz die Armbrust weg. Denn das wird dann mein Thumbnail. Ich hab gesagt Thumbnail. So, jetzt, das sollte schon reichen. Schnell raus hier, bevor wir in kleine Stückchen zerschossen werden. Wo geht's denn raus? Hier. Dann gehe ich mal zum Zauberer. Das ist keine gute Idee, darunter zu springen. Das habe ich schon mal gemacht. Dann war es ganz schnell vorbei mit mir. Was halt auch gemein gemacht ist, ist dieses Schild da hinten, hinter mir. Ich sollte oder wollte als Kind immer in dieses Schloss gehen, wusste aber nicht, dass man da über irgendein komisches, magisches Portal reinkommt, was es so absolut überhaupt keinen Sinn ergibt. Und habe hier ewig lang gesucht, also wirklich ewig. Ich habe hier wochenlang gesucht, ne, nach diesem Portal. Irgendwann hat man als Kind dann auch keinen Bock mehr. Man hat es zwar immer wieder mal versucht. Ich war schon einer, der eher, bevor es Komplettlösungen gab und sowas, war ich schon einer, der immer länger versucht hat, was zu schaffen. Gerade in Spielen. In anderen Bereichen dann eher nicht. Da hatten wir auch alles. Vielleicht kann uns der Zauberer hier helfen. Ich gebe ihm erstmal die ganzen Sachen, die ich jetzt gesammelt habe bisher. Wir haben ja die Asche. Ich habe die Asche einer Fackel gefunden. Wird das gehen? Jawohl, Bursche. Sie wird Wunder vollbringen. Oh, Wunder wird sie vollbringen. Ich gebe ihm die Kerze. Was kann die denn erst? Schauen Sie, ich habe eine heilige Flamme aus der Kirche erworben. Gute Arbeit, Bursche. Ja gut, Entschuldigen Sie, guter Zauberer, aber kann ich noch einmal nach den Dingen fragen, welche ich bekommen und Ihnen zurückbringen muss? Du hast mir die heilige Flamme und die Asche einer Fackel übergeben. Jetzt suche einen Ring eines toten Helden. Danke, das werde ich, Herr.
Also dann müsste ich eigentlich nochmal zu dem Grab dahin. Ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das dort war. Ich glaube, das war sogar in dem Sarg von dem Typ da drin. Ein paar Schlücke, während wir vorbeigehen. Natürlich. Beziehungsweise eigentlich muss ich da eh hinlaufen. Wir sehen uns gleich mal wieder, wenn ich dann bei dem Grab bin. Bis dahin. Ciao, ciao.